Hey Leute, Mario, willkommen zum weiteren Video zu Brawl Stars. Seit ich wieder mit Brawl Stars angefangen habe, gibt es einen Brawler, den ich nicht so richtig fühle, wo mir aber regelmäßig erzählt wird, ey Bardo, dieser Brawler ist so krass, der ist richtig, richtig stark, einer der stärksten Brawler im Spiel. Und immer wie ich den probiert habe, war der so ein bisschen unterwältigt. Und zwar meine ich Charlie. Ich habe Charlie einmal vorgestellt und fand sie okay. Da haben mir Leute gesagt, ey, du brauchst die Star Power. Habe ich mir die Star Power geholt, habe ich Charlie vorgestellt. Sie war okay. Jetzt habe ich Charlie aufs maximale Level verbessert. Plus werde mir im Shop ein überteuertes Sonderangebot holen. Gokong setzen 3 Spinnen frei, die sich auf die nächsten Gegner zubewegen und sie angreifen. Wenn ich Charlie hier nach dieser Aufnahme immer noch nicht fühle, dann kann ich zumindest nicht sagen, dass ich nicht alles versucht hätte. Gut, man könnte dann sagen, oh, du hast noch nicht beide Ausrüstungen dir geholt. So, versuchen wir es mal. Es ist dumm, in Solo schon anzufangen, weil da siehst du es auf keinen Fall. Im Brawl Ball hast du immer die höchste Chance, das zu sehen. Ich will es einmal sehen. Ja, und mein Take zu Charlie war ja, auf mittlerem Niveau ist sie nicht gut, weil sie kann nicht gut genug dominieren. Schaut auf Bibi. Aber da muss noch eine Menge passieren, was mich zum Charlie-Fan macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Die Runde jetzt sieht besser aus. Meine Teammates wirken kompetenter als eben. Also ich hatte jetzt einen Plan. Der ist halt leider nicht aufgegangen. Mein Plan war schießen, Kokong. Und dass das dann was macht. Hat's nicht so richtig. Dass ich noch lebe, ist wild. Muss man sagen, das ist ein bisschen wild, weil ich habe eigentlich nichts gemacht, was mir das erlauben müsste. Gut, Tor. Das Ding ist, ach, ich setze jetzt einfach ein. Oh, gewifft. Ah, trotzdem Spinnen beschworen. Ah, okay, nice. Leider habe ich das sehr gewastet, weil ich einfach dann rumgerannt bin die meiste Zeit. Aber da es sich schnell auflädt, okay, es ist gut. Hyperladen, die sich schnell aufladen, sind immer gut. Der ist dann super gerade gewastet. Nice. Der setzt einen Donut ein, aber kommt den Kokong. Auch nice. Passt. Oh, oh. Oh, oh. Merkt ihr, was gerade passiert? Ich fange an, sie gut zu finden. Gerade mit dieser Runde passiert. Es hat alles nur eine gute Runde gebraucht. Und schon werde ich ein Fan. Nachdem ich vorher einen Monolog gehalten habe, dass ich niemals sie mögen würde. Okay. Ich habe meine Meinung geändert. Sie ist super. Sie ist die Beste. Mal sie natürlich auch objektiv gesehen ein insane Hardcounter ist. Gegen alles, was eine Hyperladung hat. Weil du kannst einfach Gegner in den Kokon packen. Und dann ist das halt gegessen, so gesehen. Gut. Dann können wir Kokon. Brauchen wir gar nicht. Lol. Okay, Barry. Interessanter Move, da den Dash zu machen. Machen wir jetzt. Direkt da 3 Spinnen. Gewasted zum Laufen. Okay. Wie kann ich sie in der ersten Runde nicht fühlen? Und dann zweite und dritte Runde werde ich einfach ein riesen Fan von dir. Wahrscheinlich wirklich, weil ich die Hyperladung rausgehauen habe. Und wenn man sie raushaut und sich einfach nur aufspart, ist das wohl eine kleine Änderung vom Feeling. So, weg mit dir im Kokon. Nichts mit dem Dash. Okay, es war ein bisschen dumm, da zu sterben. Aber ich habe noch alle aufgehalten. Rollball-Qualitäten kann ich hier nicht absprechen. Ich finde sie richtig stark gerade. Also keine Ahnung, was in der ersten Runde los war. Aber das jetzt, das macht Dinge. Das macht Dinge mit mir. Das ist schon echt stark. Sie ist einfach wirklich, weil sie kann carryen. Ich habe es vorher nur nicht hingekriegt, aber sie kann definitiv, zumindest defensiv, sehr hardcore carryen. Ich würde noch weiterspielen, einfach weil der Cordelius, der war vorher schon eine Runde. Ich hatte mit denen jetzt 2 gute Runden. Er will nicht weiterspielen. Okay, schade. Mein Teammate heißt El Primo, aber ist ein Frank. Selbst El Primo Mains haben keinen Bock, El Primo zu spielen. Okay, ich werde hier krass gefokust, während mein Team sich einfach da versteckt hat, aber ist okay. Wir haben ja 3 Juwelen. Pass auf, Frank. Da kommt ein Sandy. 3, 2, 1. Pass auf, Frank. Wie kann der Frank immer noch leben? Ich finde, der spielt gar nicht. Ja, ja, okay, wollte ich schon sagen. Ich finde, der hat überhaupt nicht vorsichtig gespielt. Ja, wow. Aber hat einfach 80 Jahre gelebt. Okay, AK, ich muss jetzt einfach blind reinschießen. Ja, gut. Ich habe übrigens schon gesagt, dass ihr ein Abo da lassen könnt, wenn ihr neu seid. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Creator-Code eintragen. BadYPC. Allerdings nicht bei Supercell, aber bei Epic Games. Also, könnt ihr machen. Bywin, Alter. Bywins haben immer das perfekte Aim. Es ist so krank. Bywins werden dich immer kaputt aimen. Wie auch immer die das schaffen. Die wissen immer, wo du bist. Wetten, der weiß, wo ich bin? Der wusste nicht. Kong für dich.
Ja, der Kokon ist auch stark, ne? Okay, die Runde jetzt auch besser. Ähnlich wie davor so ein bisschen. Die erste Runde in dem Modus ist immer so ein bisschen der Reinfall gewesen. Und dann ab der zweiten wird's besser. Das ist original wie davor in der Runde. Da war Brawl Ball die erste Runde auch furchtbar. Haben wir. Einfach abhauen. Einfach abhauen. Ich bin Spider-Man. Okay, wir sind gut. Haben wir gewonnen. Nice. Hier ist jetzt vielleicht nicht ganz ideal, aber ich guck mal, was wird. Was wird. Sandy hat Movement. Zumindest versucht er auszuweichen. Zum Schutz. Theoretisch brauchbares Team, aber ich glaube, wir verlieren es halt, ne? Deswegen. Schwierig. Der weg. Let's go. Quasi Double Kill. So, jetzt müssen Gegner zu uns kommen. Was gut ist. Das ist die Ausgangslage, die wir wollen. Barry rutscht durch rein. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen wegbewegt von meinen Teammates. Schade, er hat meinen Winkel. Ich habe Hyperladung am Start. Ich muss nur jetzt. Schutz gegen Leon. Let's go. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Stark, stark, stark. Stark, stark, let's go. Mythisch, da ist Müll drin. Ich wusste, dass da ein Spoil drin ist. Man hat einfach manchmal ein Gefühl, dass man kein Glück hat. Ich würde übrigens auch noch sau gerne die Hyperladung von Ems vorstellen, aber dafür fehlt mir einfach die Kohle aktuell. In Knockout müsste sie aber eigentlich ganz gut sein. Ich würde sagen, Brawl Ball und Knockout müsste eigentlich ihr stärkster Modus sein. Kein Treffer. Ich habe immer noch meine Spinnen, die ich einsetzen kann, aber brauche ich gegen den, glaube ich, nicht. Ein bisschen Schaden machen, zurückziehen, weg. Sehr gut. Ich werde die Hyperladung hier auf keinen Fall sehen. Der Kokon. Da blocken. So, jetzt haben wir es. Wir müssen es haben. Wir müssen es haben. Wir müssen es haben. Let's go. Nice. Überladung leider nicht vollgekriegt. War trotzdem ein stabiler Sieg, würde ich sagen. Eine Katze im Team, aber nicht die, die ich wollte. Ich vertraue, dass mein Teammate rechts nicht stirbt. Und gehen wir zu den zwei Kisten hier oben. Gut. Ich glaube, es wäre gut von mir und dem Teammate, wenn wir uns nicht zu sehr wegbewegen in irgendeine Ecke. Aber gut, wer da den Kill macht. Ja, dann ist fein. Das ist fein. Mach ruhig. Mach den Ding. Nice. Im Zurückkommen gekillt. Na, wir sind Demons. Da oben sind, glaube ich, nur welche, oder? Nein? Ich schwöre, das sind welche. Okay. Okay, wir sind gar nicht Demons. Mein Teammate ist ein Demon. Ich gucke mir jetzt nochmal den Duo-Showdown an, weil ich glaube, die Runde ist ein bisschen gewendet gewesen. Dadurch, dass mein Teammate mich einfach getragen hat. Schnappen wir hier das. Da unten war noch eine Kiste. Ist okay. Da mehrere Werfer. Hä, was ist das wieder für eine komische Runde? Level 8, ohne Mühe. Das wird mir einfach hinterhergeworfen. Oh, Teammate ist gestorben. Ich krieg mal meine Hyperladung hier raus, was cool ist. Ich verfehle einen ganz großen Stil, was uncool ist. Ja, Team ist wieder gestorben. Ich glaube, Hyperladung time. So, der ist weg. Okay, das wäre jetzt, glaube ich, schon eine chilligere Runde. Ohne auch nur einen Gegner besiegt zu haben, waren wir schon irgendwie Level 7 oder so. Das war brutales Glück. Ich habe nur mal eine kurze dumme Frage. Diese Season fasse ich den Rangmodus nicht an. Aber was würdet ihr davon halten, wenn ich mit der nächsten Season jede Woche ein Video zum Rangmodus mache? Ich würde wahrscheinlich mich dann schon hochspielen, dass ich, ja gut, ich muss in Diamond starten. Alles unter Diamond zählt nicht. Aber so ein Rangvideo in der Woche und dann mal gucken, was wird. Als zumindest mythisch würde ich gerne nochmal erreichen oder vielleicht sogar legendär oder halt zumindest ein paar Belohnungen daraus kriegen. Weil ich so die ab und zu Leute, die sagen, ey Bador, Rangmodus, mach mal. Oh. Oh, bin tot. Okay, wieso bin ich nicht tot? Die Spinnen sind ja nicht mal ein guter Hardcounter dagegen. Also ich kann ja durch die Spinnen durch angreifen. Es ist überhaupt kein Hardcounter. Na gut. Überladung habe ich gleich draußen. Spinnen macht euer Ding. Spider-Man.
Auf, da ist einer. Da ist einer. Ich weiß nicht, wo aber das. Da. Ich will meinen Hyperlang jetzt nicht defensiv einsetzen, wenn wir relativ gut sind eigentlich. Was machen wir jetzt? Da oben. Na gut, immerhin Spinnenbeschworen. Das ist eigentlich ganz gut. Du kannst verfehlen und kriegst trotzdem noch in gewisser Form Value aus dem Super. Das hat nur so ein bisschen Value gegeben, das ist gut. Alter, kann der Mülleimer oft sein Super einsetzen. Alter, kann der oft sein Super einsetzen. Okay, krass. Macht der Gegner übrigens sehr smart. Er hat wenig Zeit. Er nutzt die maximale Zeit, die er hat. Hat er gut gemacht. Ich weiß nicht, warum Tara mir die Schuld gibt, by the way. Sie hat mich angegriffen. Ich weiß nicht, warum sie mir die Schuld gibt. Ich habe dreimal so viel Schaden gemacht wie sie. Ich habe zweimal Daumen hoch gekriegt. Also ich glaube, meine Teammates geben mir die Schuld und der Daumen hoch ist ironisch. Bro, der... Warte, ich muss den melden. Wenn ihr jemanden seht, der sich einen hasserfüllenden Namen gibt, meldet ihn. Ich habe jetzt eine Spieler-ID gemeldet. Ist mir letztlich egal, einfach beides. So, Müll, löscht den Account. Mir egal, wie viel Spielzeit der hier in diesen Account gesteckt hat. Wenn ihr so einen Namen gibt, löscht... Lol. Warte, gewinnen wir es? Nein! Ah, sind wir die wahren Dudel? Bekommen. Come on. Come on. Let's go. Krass, dass wir noch gewonnen haben. Charlie ist so gut in World Ball. Und ich muss sagen, ich achte auch nicht immer auf die Namen von Gegnern und Teammates. Das sehe ich dann in den Kommentaren, ob die Leute sagen, ey, guck mal hier bei der Stelle. Deswegen, wenn ihr seht, dass irgendein Spieler sich einen Namen gibt, der gar nicht geht, sagt mir das und wenn ich das dann noch melden kann, nachträglich mache ich das. Und das meine ich übrigens ernst, wenn du den hasserfüllenden Namen gibst, du kannst 2000 Stunden Spielzeit in diesem Spieler. Account löschen, aus meiner Sicht. Und unser Barry, wieso habe ich wieder ein AFK-Teammate? Ich hatte davor einen El Primo, der viel AFK war, jetzt habe ich einen Barry, der einfach AFK ist. Nein, um die Frage zu beantworten, Bador, wie kann ich in deinen Club kommen? Du musst halt Glück haben, dass ein Platz frei ist und dann einfach joinen. Ich sag nichts mit Uncut-Partie, ich sag nichts mit, ich spiele so lange, bis ich gewinne. Ich spiele einfach. Aber um auch schon mal das Fazit wegzuziehen, dieses Video hat meine Meinung zu Charlie schon ein bisschen geändert. Also eine Max-Level-Charlie mit Hyperladung ist nochmal gut ein bisschen was anderes und kann schon ein bisschen mehr. Alter, Mac, was willst du? Angelo, Mac... Nein. Kann ich den Cube einsammeln? Okay. Ich spare mir jetzt, glaube ich, meinen Super auf. Na, komm, ich raus. Ah, ich hab's verfehlt. Kacke. Melody habe ich gar nicht gesehen, die Runde über. Ist crazy, dass eine Level 4 Mac gewonnen hat, die nichts gemacht hat, außer sich zu verstecken und versucht hat zu teamen. Doch, ich pack Solo schon, glaube ich, letzter Platz. Ganz ehrlich, das geht, glaube ich, klar. Kann man schon machen. Solo Showdown der unskilligste Modus. Duo Showdown würde ich sagen knapp da drüber. Aber bei Duo Showdown, also du musst halt gucken, wo sind Gegner. Und dann darfst du nicht dich zwischen zwei Gegner stellen. Fertig. Das ist alles, was du in Duo Showdown und Solo Showdown beachten musst. Gut, du musst noch so ein bisschen gucken, wo ist mein Teammate. Weil das da immer einer ist. Nice. Die Spinne habe ich jetzt perfekt als Schild, also nicht ganz perfekt. Aber ich habe die Spinne jetzt sehr gut als Schild eingesetzt, einfach zwei Angriffe von ihr weggenommen. Da werde ich von Team angekillt. Das ist kein Ernst. Solo-Showdown ist kein ernstzunehmender Modus. Sowas hätte ich übrigens der Sprout hat so wenig Ehre. Der hat nicht mal sich selber gekillt. Der hat das selber killen angefaked. Aber ja, so ein Ranking, das wäre, glaube ich, ein Thema für ein eigenständiges Video. Was wir aber festhalten können, ist, dass Solo-Showdown ein dreckiger Müllmodus ist. Charlie gefällt mir besser, als ich dachte. Die Hyperladung hat für mich wirklich eine Menge verändert. Ich könnte mir noch ein Gear holen, aber... nee, war lustig. Muss ich sagen, ich hatte Spaß mit Charlie. Konnte ich vorher noch nicht sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.